einer der großen Propheten des Alten Testaments. Er wirkte zwischen 740 und 701 vor Christus im Südreich Juda und verkündete diesem, wie auch dem Nordreich Israel, das Gericht Gottes. Im Buch Jesaja, im 5. Kapitel, ist die Rede von einem Weinberg. Jesaja erzählt: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit seinen besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch einen Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst der Einwohner von Jerusalem und die Leute von Juda. Wer ist im Recht? Ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich noch für meinen Weinberg tun können? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Trauben hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke von ihm um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauern einreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden wird nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Und dem Regen werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Jesaja spricht in seinem Weinberglied ein hartes Gericht gegen sein Volk. Obwohl Gott sich als der Besitzer des Weinbergs so gut um sie kümmert, ihnen nur gute Voraussetzungen schafft, wird aus ihnen nichts Gutes. Stattdessen handeln sie schlecht und ungerecht. Es ist also kein Wunder, dass Gott keine Lust mehr hat und sein Volk sich selbst überlässt. Sollen sie doch sehen, wie sie ohne ihn zurechtkommen. Harte Worte. Ein unangenehmer Text. Ein Gott, der mir fremd ist. Wo ist der gnädige Gott, von dem die Bibel sonst erzählt? Wo ist der barmherzige Gott, der keins seiner Schäfchen aufgibt, der auch das Hundertste noch sucht? Dieser Text macht eines deutlich. Gott kann richtig wütend werden. Und ein wütender Gott, mit dem ist nicht zu spaßen. Aber Jesaja hat seinem Volk nicht nur Zerstörung und Gericht angekündigt. Er spricht in seinem Buch auch von einer Wende zum Heil, von universalem Frieden und Gerechtigkeit und von einem Messias, der kommt, um all dies durchzusetzen. In all dem Düsteren ist also auch ein Funke Hoffnung, der deutlich macht: Gott mag wütend sein, Gott mag zornig sein, aber das heißt noch nicht, dass er alles hinwirft und uns aufgibt. Denn nur weil man sich streitet, wütend und zornig wird, sich vielleicht sogar anschreit und sich eine Weile aus dem Weg geht, bedeutet das nicht gleich das Ende. Jemanden, den ich liebe, den kann ich auch doof finden, sogar richtig doof. Aber das heißt nicht, dass meine Liebe sofort aufhört. Als Menschen ist uns die Gabe gegeben, zu vergeben und zu verzeihen, anzunehmen und zu überwinden. Und diese Gabe haben wir von Gott, der uns nach seinem Bild geschaffen hat. Wie wir sagen können, ich liebe dich, aber ich finde dich jetzt gerade mal richtig doof, so kann auch Gott sagen, ich liebe euch, aber jetzt bin ich mal richtig sauer auf euch. Wir Menschen sind nicht perfekt und unfehlbar.
Wir genügen nicht immer, wir machen Dinge falsch und tun das Gute manchmal zu wenig. Wie wir in manchen Situationen richtig sauer auf Gott sein können, so ist Gott vielleicht auch manchmal sauer auf uns. Aber deswegen gibt Gott uns nicht auf. Er vergibt und verzeiht. Er überwindet seinen Zorn, denn sein Zorn wird niemals größer sein als seine Liebe zu uns. Davon bin ich überzeugt. Gott, du siehst, wie wir deine Gebote missachten, wie wir wieder und wieder fallen. Aber du überwindest deinen Zorn. Deine Liebe ist grenzenlos. Wir danken dir für deine Geduld und deinen Langmut. Wir bitten dich darum, dass auch wir Geduld haben, mit uns selbst, aber auch mit anderen. Und wir bitten dich darum, dass auch wir vergeben, wie du uns vergeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte dich, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.